Hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon im Titel erkennen konntet, ob wir noch ins Hotel fahren, beziehungsweise unsere Hoteltour Richtung Izmir noch machen werden, es steht in den Sternen und ist im Moment fraglich. Ich hatte euch in meinem Vlog schon erzählt, dass mein Sohn meinen Mann zurückruft. Es sind wichtige geschäftliche Dinge, die wieder sozusagen einen längeren Urlaub oder einen längeren Aufenthalt meines Mannes hier so ein bisschen im Wege stehen. Es ist tatsächlich wichtig, dass er zurückfährt und wir hoffen und ich hoffe, dass es nur für kurze Zeit sein wird, sodass wir die Hoteltür vielleicht noch machen können. Aber erst einmal steht das in Frage, leider. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir vielleicht Richtung Izmir fahren, ein paar Tage in Antalya Lada verbringen. Ich würde mit meinem Mann auch gerne diese tolle Mall besuchen, The Land of Legend. Das hatten wir im letzten Jahr ja besucht. Es ist eine unheimlich beeindruckende Einkaufsmeile. Also wenn ihr da mal gucken wollt vom letzten Jahr, Wolfsmama, The Land of Legend, könnt ihr mal googeln oder könnt ihr mal suchen bei in der YouTube-Suche. Wahnsinnig beeindruckende, schöne Bilder, wenngleich natürlich teuer. Also man geht da, also ich bin nicht hingegangen oder wir sind nicht hingegangen, um irgendwas zu shoppen, weil es sind alles Markenklamotten oder hauptsächlich und die sind eigentlich unbezahlbar für uns jedenfalls. Aber es ist schön anzugucken. Es gibt dort auch immer eine Show jeden Abend, zumindest im Sommer war das so. Ich glaube, auch im Winter ist das so. Und es ist wirklich wunderschön. Auch die Hotels, die dort sind, sind einfach nur schön. Und ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir mal so ein All-Inclusive-Urlaub hätten machen können. Leider ist das im Moment ein bisschen fraglich wieder, ob wir das machen können. Ich würde dann auch gern weiter nach Izmir hoch. Ich würde vielleicht mal nochmal nach Fethiye einen kleinen Abstecher machen. So einfach eine Tour so an der Küste entlang nach oben Richtung Izmir würde ich gerne meinem Mann einmal machen, so ganz Suche, ganz in Ruhe. Mit dem Auto, da haben wir ja auch keinen Druck. Da würden uns zwischendurch immer Hotels nehmen. Natürlich dann eher günstige Hotels und keine Luxushotels, kann ja keiner bezahlen. Aber leider ist das im Moment alles so ein bisschen ad acta gelegt. Erst einmal werden jetzt hier einige Dinge gemacht werden müssen. Wie gesagt, unser Badezimmer muss gemacht werden, die Palmen müssen abgeschnitten werden und wir müssen noch so eine kleine Treppe bauen, die diese Überschwemmung hier bei uns bei Regen verhindert. Stehen ein paar bauliche Veränderungen an und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dann auch langsam die Zeit kommt, an dem mein Mann kurz wieder zurück nach Deutschland fliegen muss. Eigentlich ist es nur ein kurzer Abstecher, so 2, 3 Wochen geplant und dann will er wiederkommen. Ich hoffe, dass das auch so sein wird, dass wir das auch so hinbekommen. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt schon, was haben wir heute? Wir haben den 19. Oktober, ne? Und das ist einfach zu spät. Es war angedacht dann, dass er Ende Oktober geht, aber es scheint sich ein bisschen früher, muss wahrscheinlich ein bisschen früher sein, dass er zurückfliegt. Und ja, das ist ein bisschen traurig. Wir sind beide darüber ein bisschen, ja, das haben wir so nicht irgendwie auf die Reihe gekriegt. Erstmal ist meine Krankheit im Weg gewesen. Ja, habe ja fast eine Woche damit zu tun gehabt. Und im Anschluss hatten wir dann ja hier auch ein paar Dinge, die wir erledigt haben. Und irgendwie vergehen die Tage so schnell. Ja, einen Tag haben wir einen Fernseher gesucht, den nächsten haben wir eine Waschmaschine gesucht. Dann haben wir beides dann anschließen lassen müssen am nächsten Tag. Und dann sind wir dahin und hierhin und dorthin. Dann wurde einmal das Auto abgeschleppt. Und gestern bin ich dann ins Krankenhaus gefahren. Und damit haben wir den ganzen Tag verdödelt. Heute waren wir am Meer und da kam die Versicherung und jetzt muss das Ganze in Angriff genommen werden. Die baulichen Sachen müssen gemacht werden. Also irgendwie
Scheint uns das Schicksal diesbezüglich so ein bisschen im Weg zu stehen. Aber ich bin immer noch guter Hoffnung, dass wir das vielleicht im Anschluss dann machen können, wenn er wieder da ist, inshallah. Aber ich glaube, dass wir jetzt erst noch mal wieder ein bisschen Geduld haben müssen. Wie gesagt, denn diese Tour, ich habe auch keinen Bock, jetzt auf Biegen und Brechen 2 Tage irgendwo hinzugehen, sondern ich würde das schon gern genießen, ne? Langsam mit dem Auto hochfahren und einfach ganz entspannt das Ganze angehen und nicht jetzt ganz schnell noch irgendwie ein Hotel buchen, damit man dann mal all inclusive hat. Das mag ich nicht so gerne, so auf Hetze, ja. Es war ja gerade eben das Schöne, dass man eben die Zeit nicht so im Nacken hatte und dass man noch ein paar Wochen hätte Zeit gehabt, ja. Dass das vielleicht Ende Oktober zu Ende sein wird, das haben wir beide erahnt, aber doch immer gehofft, dass es halt doch vielleicht erst Anfang November oder Mitte November soweit sein wird. Aber ja, leider sieht das ganz so aus, als müssten wir jetzt einen kurzen Cut machen hier. Und er muss für, ja, also ich hätte gesagt, eine Woche reicht, ja, für das, was er da erledigen muss. Aber er spricht schon wieder von 2, 3 Wochen. Und diese 2, 3 Wochen, die klingen mir noch in den Ohren, weil er wollte ja in den letzten 4 Monaten auch, alle 2, 3 Wochen wollte er kommen. Und hat das dann doch irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, nun versprochen hat das nicht, dass er dann schnell wieder kommt, aber er wird fliegen, das Auto bleibt hier. Und insofern bin ich mal guter Hoffnung, dass ihn das Auto zwingt, auch wieder zurückzukommen. Weil ohne Auto ist der Mann nichts. Ja, der braucht sein Auto wie sein Bein. Und deswegen wird er sicherlich in der Zwischenzeit eins der Autos aus meiner Söhne nehmen und dann auch bestimmt bald wieder herkommen. Ja, mein Lieben, das sind so die Vermutungen, die ich jetzt habe und machen mich tatsächlich auch ein bisschen traurig. Ich habe vorhin auch ein bisschen geweint, muss ich zugeben. Aber ja, ist halt so, ne? Das kann ich mir ja auch aussuchen. Ich könnte ja auch mit nach Deutschland, will ich aber auf gar keinen Fall, jedenfalls im Moment nicht. Und ich habe auch überhaupt gar keine Ambition. Ich will auf jeden Fall hier bleiben, das weiß er auch. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, dass er den kurzen Abstecher macht, die Sachen erledigt bei meinem Sohn und dann wiederkommt. Und ja, darüber wollte ich euch jetzt einfach ganz kurz auch nochmal informieren, weil ich hatte ja doch immer davon gesprochen, dass wir nochmal eine kleine Tour nach oben machen, Richtung Izmir. Und das sieht jetzt erstmal so aus, als würde das sich ein bisschen verzögern. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir es noch vor Ende des Jahres hinbekommen und dass wir da vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen. Klar, dann ist es nicht mehr so schön, weil einfach das Wetter auch nicht mehr so schön ist. Ja, man kann dann auch nicht mehr ins Meer. Selbst hier in Alanya ist das Meer schon deutlich kühler geworden und gerade oben in Izmir und in dieser Richtung wird es ja noch kühler sein. Deswegen, aber die Türkei bietet weiterhin an der Küste natürlich schöne Tage. Man kann sich die Stadt und die Umgebung ja auch angucken, wenn es ein bisschen kühler geworden ist. Aber das soll dann uns nicht die Freude verderben und den Spaß verderben. Im Gegenteil, dann sind die Hotels nicht ganz so teuer. Das ist ja dann auch ein Vorteil, der sich dann bietet, wenn man außerhalb der Saison und der Nebensaison fährt. Mein Lieben, darüber wollte ich euch kurz Bericht erstatten. Ich hoffe, dass ihr weiterhin teilhabt an meinem Leben, dass euch das weiterhin viel Spaß bringt. Nochmals vielen Dank für die vielen neuen Zuschauer, die immer dazu gekommen sind. Wenn ihr euch für mein Leben interessiert, dann empfehle ich euch ganz dringend mal die ganzen Videos einmal so durchzuscrollen, mal zu gucken, welche Fragestellung euch interessiert. Es gibt eigentlich für alles und jeden auf meinem Kanal eine Antwort, was mich und mein Leben und das Leben meiner Familie betrifft. Man muss nur richtig suchen in der Masse der Videos, die ich hochgeladen habe, aber irgendwo findet ihr bestimmt immer Antworten und auf eure Fragestellungen, die ihr habt. Nochmals vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß, euch allen auf meinem Kanal und ja, bis bald. Tschüss.